Da muss ich immer schön mit Pfeil und Bogen umnieten, ne? Boah, da muss ich ja extrem nah rankommen. Da muss ich ja schon fast ins Nasenloch pieksen können mit dem Pfeil, damit ich das so wirklich. Belaufen durch den Wald. Durch den Wald. Und finden keine Tische. Tom und da. Ein Weißwedelhirsch. Das klang doch super weit weg. Ja, komm wieder mal eine Runde rennen, wa? Wieder mal eine Runde Offroad durch den Wald mit Norb. Ren, mein Freund, ran. Denn if you ran, dann geht's mir gut. Ein Specht. Eine Spur. Noch mehr Spuren. Und da sind noch mehr Spuren. Und ach du Scheiße, alles voller Spuren. Flüchtende. Mir gerade der Arm, Moment, drück mal Q, damit ich mich hier in Ruhe kratzen kann. Und das ist Spur. Wir haben eine Spur. Und Spulen sind immer gute. Tidin, tidin. Du brauchst doch gar nicht flüchten. Wir wollen dir nichts Böses. Zumindest meine. Der ist an der Grenze. An der mexikanischen Grenze. Holt ihn euch. Lasst ihn nicht entkommen. Ich bin mir übelst ruhig, da wir näher kommen. Und ich hier überhaupt nichts sehe im Wald. Was immer sehr, sehr gut ist, wenn man im Wald überhaupt nichts sieht. Das ist immer ganz toll. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La la la. Hallo? Bin da, wer noch? Aha. Wie jetzt? Boah, da wollte sie mich verarschen. Sie kreisen mich ein. Oh mein Gott, diese Tiere sind schlau. Die wollen mich töten. Wenn das nicht so neblig wäre, würde ich hier auch was sehen. Aber ich blinder Jäger sehe ja eh nie irgendwas. Dieser Wald ist mysteriös. Ob ich eigentlich der Hand damit, wenn da ein Tier hingekackt hat, dass der auch in der Entfernung ist? Scheiße. Scheiße. Im wahrsten Sinne. Huch. Ach, jetzt ist das weggerannt. Heul. Dickes, fettes Heul. Ein Weißwedelhirschi. Sehr interessant.
Hat man nämlich drei verschiedene Tierarten in der Aufnahme. Das wäre eigentlich mal nicht mal so ungut. Da sind Spuren. Schon wieder Weißwedel Hirschscheiße. Die den Wald voll kacken, ne? Als ja. Ja, zieht über die Grenze. Boah, es ruckelt doch ganz schön bei mir. Tut's doch sonst nicht. Ziemlich offene Fläche. Ist sie nicht die gute? Bekause, wenn der Hirsch mit hier sieht, dann bin ich im Arsch. Wenn wir zu 1.000.000%ig wegrennen. Und es regnet wieder. Meine Güte, das ist ja nicht normal. Regnet auch alle paar Minuten. Ja, der ist auch da ziemlich weit hinten. Rennt doch nicht alle weg. Ich finde euch doch. Also das denke ich zumindest, dass ich euch finde. Aber so ein Vogel wie ich, der. Och, muss das jetzt regnen? So ein Vogel wie ich, der findet ja eh überhaupt nichts. Aha. Spulen. Spulen ist Spula, das. Man kann auf dem Weg rumlatschen. Das sieht auch komisch aus, da wie so ein Flugsaurier. Aus der Entfernung. Ist da nur ein Ast? Mann, wie man sich hier täuschen kann, ist unglaublich. Wie den Hand am nicht, nein! Oh, ist ja schon wieder eine gepuppert, du, ey. So, mir tut langsam der Arsch weh. Oh mein, ich habe nämlich nur so einen Arbeitshocker zur Zeit. Din, 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 din. Und ich höre nix, ich höre nix, absolut nothing. Ich glaube, ich werde dann bald die Aufnahme abbrechen, weil das schon wieder nur noch hier rumgerenne ist. Ein dummes Rumgelaber, was ich hier überhaupt nicht abkann. Also durch den Wald rennen und Scheiße labern, das ist echt ätzend. Also sowas. Ist das ein Bär? Boah, geil! Flüchtend. Ja, natürlich. Bären sind dafür sehr bekannt, dass sie furchtbar Schiss haben vor Menschen. Das stimmt allerdings. Ist gar keine Lüge. Alter, ein Bär! Dem ist auf jeden Fall mit einem Stein umhauen. Dann einfach einen Stein gegen den Kopf hauen, dann fällt er um und dann kann man sagen, wir haben Bär gejagt. Hohoho. Außer der Bär wartet um die Ecke, gibt uns eine Schelle und sagt, ne? Was ist los, Alter? Aufs Maul? Ich sag nein. Bärchilein. Mein kleines Bärchischwein. Bärchi? I can't see. I can't. Hier stehen da, da. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich will jetzt in die Ecke und heulen.